Janusz Brugger, Juniorenweltmeister 2017. Wenn du so angekündigt wirst, ist das noch ein bisschen ungewohnt oder hast du dich langsam daran gewöhnt an den Titel? Weltmeister ist immer ein bisschen ungewohnt, oder? Also es ist, was Normales ist, denke ich nie, das wird sich auch nie so hindrehen. Aber es ist natürlich eine Ehre und ein cooles Gefühl, so angekündigt zu werden. Jetzt war das sicherlich die Krönung einer herausragenden letzten Saison, wenn man so will. Du hast im Continental-Cup dominiert, fast alle Rennen gewonnen. Wie bist du zufrieden mit der Saison und hast da vielleicht manchmal gedacht, das eine oder andere könnte ich noch besser machen oder war es wirklich fast eine perfekte Saison? Vom Ablauf her und auch von den Erfolgen war es natürlich eine perfekte Saison. Da will ich auch nicht mehr. Das hat perfekt gepasst. Hätte selber nicht erwartet, dass es so läuft. Mit der Umstellung vom Abi jetzt hierher, erste Trainingsjahr als Vollprofi dann, habe ich gedacht, fällt es mir vielleicht schwerer, da reinzukommen, aber das hat gleich perfekt gepasst. Das liegt sicherlich auch an der Trainingsgruppe hier. Aber ja, mehr brauchst du dazu eigentlich nicht sagen. Ich meine, das steht auf der Ergebnisliste, dass es echt richtig cool war und mir hat es persönlich mega gaudi gemacht. Und von dem her bin ich voll und ganz zufrieden. Jetzt hat es ja inzwischen eine recht starke Baden-Württemberger Fraktion hier im Allgäu. Die Steffi Böhler trainiert in Ruppolding. Denkst du manchmal, es wäre vielleicht doch nicht schlecht oder schön, wenn man da in Baden-Württemberg oder im Schwarzwald eine Trainingsgruppe oder so einen starken Stützpunkt hätte? Haben wir unter uns ab und zu auch mal so ein bisschen angesprochen. Ich denke, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich trainiere wahnsinnig gern daheim. Da ist es einfach. Ist halt Heimat, da kennst du dich aus. Hier war es jetzt so ein bisschen eine Umgewöhnung. Ist beides top. Sind beides perfekte Trainingsmöglichkeiten und von dem her sage ich, kann ich es eigentlich nicht besser erwischen. Ich kann mal kurz heimfahren. Das ist jetzt nicht allzu weit, die 3 Stunden. Ich habe hier eine perfekte Umgebung und auch Voraussetzungen sind perfekt. Und von dem her 2 so Stützpunkte, da brauche ich nicht mehr und das passt perfekt so. Müssen wir hinzufügen, deine Freundin Pia Fink trainiert auch hier. Wie ist die Stimmung im Team? Die Stimmung im Team, also von der Pia kann ich jetzt nur sagen, was sie mir erzählt, weil sie ja bei Markus Hoffmann in der Mädelsgruppe trainiert. Aber bei uns in der gemischten Dotzler-Gruppe, sage ich jetzt mal, das macht jedes Training eine Mordsgaudi. Ja, der Sebi zum Beispiel und ich battlen uns immer im Sprint. Dann haben wir den Flo als Ausdauerläufer, wo wir uns dranhängen können. Da gibt's gar nichts. Stress gibt es ab und zu nur mal, wenn einer schneller ist als der andere. Wie lief die Vorbereitung bislang auf die kommende Saison? Sehr gut, sehr umfangreich, weil ich jetzt seit diesem Jahr mit der A-Mannschaft im Sommer mit trainiere. Das ist eine Umgewöhnung, weil ich nicht mehr vorauslaufe, sondern hinterherlaufe und mich dranhänge. Musste mich auch schon mal ein bisschen dran gewöhnen, aber von dem her, ich habe immer Zugpferde vorne dran, die mich mitziehen. Dann geht die ein oder andere Trainingseinheit, die mir sonst denkt, ach komm, bei dem Scheißwetter, jetzt reicht es eigentlich, aber die ziehen mich mit und von dem her, die läuft perfekt, die Vorbereitung. Jetzt trainierst du mit der Weltcup-Truppe mit, hast aber bislang erst einen Weltcup-Einsatz. Ist das was, was du die kommende Saison ändern willst oder nimmst du das einfach so, wie es kommt? Also im Großen und Ganzen nehme ich das so, wie es kommt. Natürlich, ich habe mir als Ziel gesetzt, der Heimweltcup in Dresden. Das ist so ein Mitziel, weil in Deutschland, wir wissen, dass der Langlauf ein bisschen so hinterm Fußball die zweite Stellung hat. Und da wollen wir einfach so viel wie möglich auch Werbung für uns machen und da können wir den Heimweltcup perfekt nutzen. Und von dem her ist das so mit ein Ziel im Weltcup und der Rest, den nehme ich, wie es kommt, weil da muss halt die Form auch perfekt stimmen, sonst macht das überhaupt keinen Sinn im Weltcup. Dresden hast du angesprochen, gibt es sonst noch Saisonhöhepunkte, sage ich mal, die du dir gesetzt hast? Das ist sicherlich die U23, wir haben das erste Jahr U23, da reinschnuppern, wie das abläuft. Ist das große Ziel, das Fernziel für diese Saison und ansonsten einfach die konstant werden. In der Männerklasse, weil das ist doch was anderes, wie wenn man bei uns in der Junior-Kinderklasse startet, bei den großen Männern. Ist einfach was anderes, da konstant werden. Ich denke, das ist das wichtigste und größte Ziel für diese Saison. Ja. Jetzt heißt eure Initiative Allgäu 21 weist auf die WM 2021 hin, hier in Oberstdorf. Dann bist du 23. Kommt die noch zu früh oder kannst du dir durchaus vorstellen, da schon um die Medaille mitzulaufen? Die kommt genau richtig für mich, weil die Heim-WM ist was wahnsinnig Cooles, was Wahnsinniges. Da kann ich auch mal meine alten Kumpels von daheim einladen, dass die einfach mal das Spektakel hier miterleben. Zu früh, ich weiß auch nicht. Es gibt Talente, die schaffen es zu früh, in dem Alter schon vorne mitzulaufen. Da lasse ich mich einfach überraschen. Da machen wir auch gar keinen Druck, dass das kommt oder das kommt nicht. Und dann passt es. Okay, dann wünschen wir viel Erfolg nächste Saison und bis 2021. Vielen Danke. Dank.